Ihr Lieben, ich bin etwas ergriffen gerade, weil ich glaube, in diesem Moment gerade erst richtig verstanden habe, was in den letzten 6 Wochen passiert ist. Angefangen bei dem Abend, wo wir alle fast rückwärts umgefallen sind, als diese Prognose auf die Bildschirme kam und weiter über die spannende Zeit der Verhandlungen und der dann mit der Krönung gestern dieser großartigen Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag. Es ist eine wirklich sehr emotionale Situation, in der ich glaube, viele von uns sich gerade befinden, und ich möchte nicht verhehlen, dass es mir gerade genauso geht. Und allen ein herzliches Dank für diese irre Teamleistung. Ich bin nachhaltig immer noch begeistert, wie toll dieser Landesverband zusammen funktioniert und dass wir alles gemacht haben, um diese Chancen zu nutzen. Und ich möchte auch nicht verhehlen, als ich 2018 als Landesschatzmeisterin dieses Amt übernommen habe, waren das wahrscheinlich die schwierigsten Zeiten, die ein Landesvorstand und besonders die Landesschatzmeisterin jemals vorgefunden hat. Denn verlorene Wahlen, und das war ja 2017 ganz klar der Fall, bedeuten auch immer eine massive Auswirkung auf finanzielle Zuwendungen. Gleichzeitig aber war klar, dass wir richtig viel und hart arbeiten werden, um in 5 Jahren, also dieses Jahr, alle Chancen zu nutzen, die sich irgendwie darbieten, und das mit finanziellen Möglichkeiten in einer schwachen Zeit trotzdem hinzukriegen, dass wir da ganz Großes leisten können in der Sichtbarkeit, in der Kampagnenfähigkeit, war in den letzten 4 Jahren mein Fokus. Und ich glaube, ich darf sagen, dass ich überglücklich bin, dass wir durch das Drehen an den verschiedensten Stellschrauben und wirklich als Teamleistung das geschafft haben, uns mit mehr als 50% plus im Zuwachs der Wahlkampfkosten, und das hört sich so verschwenderisch an, aber ich glaube, wir haben das Geld klug eingesetzt, heute aufwarten können. Und natürlich sind in dieser Zeit auch Dinge zurückgestellt worden. Ich bin ja auch im Austausch mit unseren Kreisverbänden und aber auch stark mit dem Bundesverband. Und überall hakt und knirscht es gerade. Und es gibt einfach die Notwendigkeit, dass wir jetzt die Antworten liefern auf unsere neue Größe, auf unsere neue politische Bedeutung. Und das ist mir ein Anliegen, dass ich das weiterführen kann, weil wir einfach in 5 Jahren... ist mein Wunsch auf jeden Fall, noch besser aufgestellt sein sollten, um nach 5 Jahren erfolgreicher Regierungszeit, und ich glaube, das werden 5 erfolgreiche Jahre, noch stärker, noch bunter und noch größer aus der Landtagswahl 2027 hervorzugehen. Begonnen es fortzuführen, ist mir ein großes Anliegen, und für mich war immer klar, dass ich mich für diese dritte Amtszeit bewerben möchte. Deshalb habe ich mir, und ihr wisst das, ich habe auch das Glück, eine der neuen MDLs zu sein, habe ich mich aber vor der Listenausstellung im Dezember, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und wirklich sehr reichlich abgewogen, geht das zusammen? Geht das zusammen? Einerseits verantwortlich und natürlich auch in der gemessenen Möglichkeit, gute Arbeit abzuliefern als Landesvorstandsmitglied und gleichzeitig als MDL. Und nur weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass sich das miteinander in Einklang bringen lässt, weil die Synergien sind nun mal einfach da, habe ich mich überhaupt auf einen halbwegs aussichtsreichen Listenplatz beworben, weil damit auch klar war, damit ist die Fraktion groß, damit wird klar sein, die Arbeit wird sich auf viele Schultern verteilen lassen, und das wird eine gute Zeit werden können. Und ich natürlich auch nicht nur Schatzmeisterin, sondern auch politische Anliegen habe, und mein Bedürfnis ist auch, mich politisch an den Stellen einzubringen, wo man Einfluss nehmen kann. Ich habe dazu viele Gespräche im Vorfeld geführt. Ich hatte so viele positive Rückmeldungen, dass diese mich ebenfalls bestärkt haben, diesen Schritt zu gehen.
Und ich wiederhole, denn es ist mir nicht nur wichtig, Dinge fortzuführen, sondern auch gut abzuschließen. Die Talsohle ist durchschritten. Wir haben doppelt so viele Mitglieder. Unsere Bedeutung ist in der politischen Landschaft dreimal so groß wie noch vor 5 Jahren. Es sind, wie gesagt, viele Prozesse in Gang, die Antworten auf das New Normal geben sollen. Ich möchte dafür sorgen, dass wir bei aller Solidarität mit den anderen Bundesländern und dem Bundesverband Nordrhein-Westfalen im Bundesfinanzrat weiterhin nicht aus dem Fokus verlieren. Denn ich kann euch garantieren, die Begehrlichkeiten, die da existieren, sind wirklich nicht klein. Es dürfte auch kein Geheimnis sein, dass wir den Prozess, den Raul auch gerade schon sehr deutlich skizziert hat, jetzt angehen müssen. Wir müssen aber auch vor allem Finanzflüsse neu denken und Prioritäten. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr alle Gliederungen, den Wahlkampfhaushalt sichern, dass das Personal vor Ort ist, dass das alles bezahlt werden kann. Und deshalb möchte ich auch die Zeit nutzen, wenn ihr mich dann lasst, das mit zu begleiten. Denn aufbauend auf meinen Erkenntnissen bitte ich euch erneut mein Versprechen, weiter mit Herzblut zu gestalten. Ich bitte euch mein bundesweites Netzwerk und meine Erfahrung. Der LFR unterstützt mich mit seinem Votum und ich würde mich so über eure Unterstützung freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Anja, für deine Vorstellung. Auch hier schaue ich mal, ob Fragen vorliegen. Ja, es gibt Fragen an dich. Wir brauchen hier einen Moment, um das vorzubereiten und dann hast du gleich 2 Minuten Zeit für die Beantwortung. Liebe Anja, die Frage kommt von Anne Herbermann aus dem Kreisverband Münster und sie lautet, im Landesfinanzrat mussten wir leider auch immer wieder über Landtagsabgeordnete sprechen, die ihre Mandatsträgerabgaben nicht vollständig zahlen. Wie überwindest du den Interessenkonflikt, einerseits Teil eines Fraktionsteams zu werden und gleichzeitig als Hauptverantwortliche für die Finanzen und die Gelder der MandatsträgerInnen, also deiner KollegInnen, einzuholen? Liebe Anne, danke für die Frage. Zum Ersten möchte ich sagen, gerade bei der Landtagsfraktion ist die Zahlungsmoral extrem hoch. Leute, die nicht 100% gezahlt haben in den 4 Jahren, seitdem ich das machen darf, hatten alle Gründe. Und mit denen wurde aber eine verbindliche Vereinbarung getroffen, wie das geheilt werden kann. Ich sehe ehrlich gesagt diesen Konflikt nicht, denn eine Fraktion muss ja auch Dinge miteinander besprechen können, die wichtig sind. Und dazu gehören auch halt Mandatsspenden. Und auch wenn es im Kontext der Partei ist. Und ich finde gerade, dass ich sofort gemerkt habe, dass das auch wirklich Synergien hat, weil ich bin vor Ort immer ansprechbar. Es gibt dazu nämlich wirklich viele Fragen und vor allen Dingen kann ich die Leute auch direkt ansprechen. Und im guten Miteinander, weil das erfordert ja auch einen Dialog, weil du weißt selber, es ist nicht möglich, jemanden dazu zu zwingen, Mandatsspenden zu leisten. Also braucht es auf jeden Fall den guten Dialog. Dafür sehe ich ganz große Vorteile und ich sehe da überhaupt keinen Dissens.